So. Ja, auf geht's. So, also jetzt so kurz nach Viertel. Also gibt es eigentlich sowas wie Stats, ne? So an, so. Ich muss mal gucken, Linux, Dirk, hat man letztens irgendwie so eine Mod veröffentlicht, wo man auch quasi sieht, wie lange man in dieser aktuellen Session bereits on war. Sowas wäre natürlich mal witzig. Aber gut. Ich meine, wir können es auch anders machen. Wir können einfach warten, bis wir genau 40 Minuten haben. Also, ne, hier haben wir ja 3 Tage, 3 Stunden und 39 Minuten. Wir können einfach mal warten, bis wir genau 40 Minuten haben. Und dann gehen wir einfach mal hoch. Ey, wir haben schon fast 100.000 Blöcke gedickt. Mein Dick hat gedickt, nicht ich. Das ist die Kraft des Penis. Hat meine Vagina auch eine Kraft? Ja, wie gesagt, die kann das gesamte... Nein, ich sag nichts. Sonst könnte ich hier direkt wieder als, ne? Das weibliche Geschlecht und das Universum in einem Witz zu bringen, da gilt man sowieso sofort wieder als Frauenfeind und, nein. Das ist es nicht wert. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Gibt's eine Vorlauftaste? Nein, gibt's nicht. Das hieß für automatisch, also dieses automatische Vorwärtslaufen. Aber das gilt natürlich auch nur für nach vorne laufen und nicht nach hochklettern. Nach hochklettern, klar. Aber ich kann irgendetwas auf meine Taste packen. Zum Beispiel das Ding hier. Und dann irgendwas Schweres draufpacken. Zum Beispiel. Ja, vielleicht. Das Ding hier. Und schon läuft das von alleine. Magie. Alter, es ist halt so unendlich weit. Oh Gott. Also wir sind schon in der ersten großen Höhle, ja. Das war auch, genau, das war auch die Sören ausgeleuchtet hat. Die mit dem Abzweig. Genau, hier sind die ganzen Zwischenschichten, die wir passiert haben, die wir auch schon ausgebaut haben, ein bisschen. Ein bisschen heller machen hier. Heller machen. Ein bisschen größere Sicht machen, meine ich doch. Oh! Ach so. Na gut, ich dachte schon, es ist Diamant, aber es ist nur Zink. Wobei das nur natürlich jetzt in Anführungszeichen war. Was soll ich noch heißen? Alter, ich glaube. Okay. Ja, irgendwie, wir haben uns sowas nie geachtet. Ach, die ist auch massig Kohle. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Ist das gut? Ist das intelligent? Ist das klug? Alter, wir werden halt ewig brauchen, um die Höhle hochzuklettern. Wir werden halt scheiße ewig lange brauchen, um die Höhle hochzuklettern. Das wird so eine Katastrophe. Oh. 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 Minus 1700. Minus 1070. Ja. Das wird ein bisschen dauern. Ich bin mal gespannt, echt wie lange. Also ich hoffe mal keine halbe Stunde, dass wir jetzt die ganze Folge nur damit verbringen, hier hochzulaufen. Aber ich gehe eigentlich fast schon davon aus. Obwohl, nein, stimmt gar nicht. Also wir haben ungefähr in einer Sekunde, ich muss kurz so synchronisieren. Ungefähr 3 Blöcke pro Sekunde. So. Das heißt, wir brauchen diese 900 Blöcke noch 300 Sekunden. Also gerade mal 5 Minuten. Das geht ja.
Also sogar wesentlich weniger als eine Viertelstunde. Das ist in Ordnung, das geht eigentlich voll. Jetzt haben wir schon nur noch 870 Blöcke. Also 200 Blöcke geschafft. Es geht tatsächlich, ne? Hatte schon gedacht, wir brauchen mittlerweile viel länger, um komplett hochzukommen. Aber es geht. Es ist noch im Rahmen des Möglichen. Ich meine, es ist natürlich jetzt absolut unrealistisch. Ich meine, welcher Mensch? Ich rede jetzt von einem natürlichen Mensch. Kein Roboter, kein, ne? Irgendwie jemand, der so ein Exoskelett anhat oder sowas. Also wirklich aus Menschenkraft. Wer schafft es schon? Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Block 1 Meter ist. Mehr als, also wirklich viel mehr, wesentlich mehr, als 1 Kilometer eine Leiter hochzuklettern. Ich glaube, also ich mache direkt nach 10 Metern schlapp. Jetzt mal Butter bei die Fische. Aber selbst jeder, ich gehe sogar fast davon aus, jeder Athlet nach spätestens 100 Metern gerade nach oben klettern, ist bei jedem die Luft raus. Also könnt ihr mir nicht sagen, dass es jemand schafft, einfach mal so 100 Meter hochzuklettern, so in der Geschwindigkeit, wie wir hier machen, so komplett durchweg. Klar, mit so zwischendurch Pausen machen und so. Könnte es vielleicht noch auch Athlet schaffen, mehrere 100 Meter zu schaffen, aber niemals einen Kilometer. Ja. Gut, ich meine, du kannst ja auch tricksen, du kannst auch so eine Kletterausrüstung dabei haben. Dann kannst du dich immer ab und zu so eine Sprosse einhängen und dann quasi einfach nur kurz hängen lassen und ein bisschen ausruhen. Das geht. Dann könntest du es auch einen Kilometer schaffen. Bräuchte zwar auch wesentlich länger als wir jetzt schaffen. Das geht ja nicht in einer Viertelstunde. Da brauchst du dann erst schon so einen Vierteltag oder sowas. Aber es könnte tatsächlich sogar schon fast möglich sein. Weil ich meine, wir laufen ja quasi hoch, ne? 3 Blöcke pro Sekunde sind also 3 Meter pro Sekunde. Das ist schon mehr als normale Schrittgeschwindigkeit. Eine normale Schrittgeschwindigkeit ist ungefähr 5 Meter, nee, 5 Kilometer pro Sekunde. So, und jetzt um jetzt von Kilometer auf Meter umzurechnen, musst du also durch 3,6 teilen. Das heißt, 5 Kilometer oder 5 durch 3,6, da landest du irgendwo bei 1,4. Das heißt, 1,4 Meter pro Sekunde ist so Schrittgeschwindigkeit. Und wir laufen hier einfach mal 3 Meter pro Sekunde hoch. Also nein. Nein, nein, das ist alles andere als möglich. Ey, wir haben schon gut 2 Drittel geschafft. Wir haben uns noch 400 Blöcke. Leute, wir sind gleich da. Das geht ja schneller als gedacht. Ich meine, es war fürs Let's Play immer noch viel zu lang. Ich meine, wenn wir hier einfach mal schon 10 Minuten brauchen, 10 Minuten brauchen zum Hochlaufen und eine Folge hat ja gerade mal 30 Minuten, dann ist einfach mal die Folge schon quasi vorbei. Aber wenigstens können wir uns ja überfallen lassen. Aber ich glaube, ich werde. Also, ja, ist das natürlich nur Schatz for Fun Test. Wir werden es natürlich in Zukunft nach wie vor machen mit diesem Hochteleportieren, klar. Aber einfach mal schön zu sehen, wie tief wir eigentlich mittlerweile sind. Wie fucking tief wir mittlerweile einfach schon gekommen sind. Gut, jetzt muss man auch dazu sagen, sich einfach nur unten baggern ist jetzt nicht so schwer. Oh, das ist eine Leiter. Ach nee, da war der. Ja, ich guck mal, hier war der eine Zwischenraum. Der letzte Zwischenraum. Der andere müsste dann auch weiter bald kommen. Weil wir hatten ja 2 Zwischenetagen gemacht. Was ist denn hier los? Okay. Ach ja. Ach, hier kommt schon unsere Wasserebene. Gott, wir sind fast da. Ja, hier ist die Wasserebene. Wir sind gleich oben. Und hier ist die zweite. Also, nee. Hä? Noch nicht? Noch nicht. Aber wir hatten noch 2 Etagen reingekloppt, ne? Müsste sowas noch eine kommen? Oder haben wir die erste bereits über. Ah, nee, hier ist die. Aha, auf der Seite. Lol, die eine haben wir auf der Seite, die andere haben wir auf der Seite. Voll konsequent, Ronny. Voll konsequent. Echt, ich bin stolz auf dich. Ein Stück Scheiße, ey. Wenn ich so meine Hand so ein bisschen über den Tisch streifen lasse.
Ich habe ihn fahren lassen. Nein, unter mir ist gerade keine Frau. Oh mein Gott, ich sterbe. Was ist das überhaupt nochmal? Ist auch egal. So, wir... Ja, nee, ist klar. Scheiße. Erster Seite, dann nach vorne. Danke. So. Wir brauchen Holz. Wir brauchen vor allen Dingen Stöcker. Massig Stöcker. Wir haben ja auch massig Stöcker. Mal ganz davon abgesehen. Guck mal, wie viele Stöcker wir haben. Alter, oh, und ich habe einen ganzen Baumblock-Dings da zerstückelt, nur ein paar Stöcker zu bekommen. War ja voll geil. Bin echt stolz auf mich. Ah, das ist traurig. Echt traurig. Ich muss heulen. So, und jetzt gehen wir mal runter und gucken gleich mal hier, ob wir dabei, also ich kann gleich mal ein bisschen Rainbow Ore mitnehmen. Ich sag mal so. Oh, Alter, unser Inventar ist voll. Na. Ah. Gut, dann würde ich mal sagen, wenn wir sowieso gerade schon hier oben sind, dann lagern wir mal ein bisschen aus hier. So. Stein können wir dennoch gleich ins Lager bringen. Erstmal kommst du mit. Genau. Rucksäcke. Achso, mein Sichtfeld ist noch sehr hoch. Habe ich gerade schon gewundert, warum es hier so leicht stockert schon wieder. Aber da war ja was. Wer hat denn die Sichtweite erhöht? Okay, also Eisen wollen wir keins mehr suchen. Da haben wir definitiv wieder mehr als genug. Ich fange schon wieder an mit mehr als genug. Digga. Es gibt nicht mehr als genug. Das ist physikalisch unmöglich. Aber wir haben zumindest so viel, dass man sagen kann, okay, es reicht erstmal. Gut, ich glaube mal, da brauchen wir auch gleich mal losgehen. Ich glaub, das reicht wirklich. Ja, okay, komm, das ist so schon in Ordnung. Das passt so. Gut, dann würde ich mal sagen, Höhlentour beendet. Easy. Läuft. Dann kann ich die ganze Kacke wieder zurückpacken. Und dann legen wir jetzt endlich mal los. Oh, ja, wir haben auch noch. Okay. Dann legen wir jetzt endlich mal los mit Operation Hoteldach. So, der ganze Scheiß kommt mal ins Lager. Cleanstone auch. Dafür kommt der ganze Scheiß hier wieder rein. Du auch. Beziehungsweise eigentlich kannst du auch gleich mit ins Lager. Wobei ich wollte immer ein Stack hier halten, ne, weil ab und zu brauchen wir halt doch mal ein bisschen was. Von daher, komm, das lassen wir einfach mal hier. Den Sand können wir auch hier lassen, ganz ehrlich. So. Dann jetzt du nach da. Okay, haben wir. Also Kupfer haben wir jetzt mittlerweile auch wieder ein bisschen. Sehr schön. Ah, läuft doch langsam. Haben wir wieder unsere Kiste fast voll. Sehr schön. So soll es doch sein. So mag ich es am liebsten, wenn die Kiste einfach so voll ist, dass wir denken, scheiße, wir werden das ganze Zeug nie los. Und dann kommt irgendwann wieder ein glücklicher Tag, wo wir wieder irgendwas bauen wollen und die Kiste ist einfach wieder halb leer. So, das ist schön. So kann man leben. So kann man... Das ist perfekt. So, Werkzeuge kommen unten in die untere Kiste, damit ich das hier, ne, damit die Kiste immer ein bisschen entlastet wird. Ist ja hier abartig.
wie scheiße voll die Kiste mal ist. Ja gut, Wasser kann man ja auch nicht stacken, kommt also auch mit nach unten. Alles, was man nicht stacken kann, kommt nach unten. Oder alles, was man zwar stacken kann, wo ich aber genau weiß, dass da werde ich nie mehr als eins haben. Zum Beispiel die Dinger hier, da werde ich nie noch mehr bauen. Oder auch das Ding, da werde ich auch nicht mehr bauen. Warum auch? Wobei, das kann man glaube ich auch gar nicht stacken, weil das Ding nutzt dich glaube ich auch ab. Ist das ein klassisches Werkzeug. So, und der ganze Scheiß kommt nämlich alles hier rein. Hier ist alles, was man nicht stacken kann. Ja, obwohl man Äpfel auch nicht stacken kann. Und ja, die Tiere sind wie gesagt eine Ausnahme. Die sind hier einfach nur, damit die hier... Ich kann die mal nach unten packen. Das ist hier wirklich einfach nur... Mittlerweile ist die Mob-Fredo-Mod übrigens wieder gefixt. Ich könnte es also tatsächlich wieder wagen, hier mal wieder mit Mob-Fredo zu arbeiten. Also die Mob-Fredo-Mod ist ja aktiv. Ne, sonst wären hier auch überall unbekannte Blöcke. Also die ist aktiv. Aber ich habe halt die Spawn-Rate auf ein Tausendstel runtergestellt. Also nicht auf ein Tausendstel von dem, was wir hatten, sondern auf ein Tausendstel von dem Normalwert. Wir hatten ja quasi schon auf ein Zehntel, das heißt, von dem, was wir damals hatten, ist es jetzt ein Hundertstel. Alle voll geladen. So muss das sein. Siehst du, jetzt kann man hier durchaus mal ab und zu mal was arbeiten. Und die Geräte können komplett über die Batterien gepuffert werden. Komplett. So muss das sein. So, das heißt, wir brauchen jetzt... Genau, alles leer. Sehr schön. Unser Cobblestone kommt ins Lager rein. Wir holen uns den roten Stein raus und dann geht's ab. Achso, siehst du, brauchen wir noch ein bisschen Werkzeuge. Ne? Das Replacement Tool brauchen wir, eine Axt brauchen wir, weil wir es garantiert verbauen werden. Guck mal, doch Inspection Tool. So, genau. Sollte passen. Jawohl, nee. So. Wir werden eine ganze Menge fürs Dach brauchen. Von daher nehme ich doch gleich mal alles mit. Also fast alles. Ist so schon ganz in Ordnung. Jutchen, wir brauchen eine Axt, also eine Spitzhacke. Haben wir gar keine mehr? Stimmt, wir wollten eine bauen und dabei ist ja hier, ne? Dabei müssen wir dann. Ja, okay. Also haben wir keine mehr. Gut. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Säge. Dann das Replacement Tool. Noch irgendwas? Nee, ne? Eigentlich nicht, ne? Ah, gut, doch, das Ding hier. Ja, einmal. Brauchen wir zwar eigentlich nicht fürs Dach bauen, aber ich nehme sie jetzt aber mit. So, und dann brauchen wir, wie gesagt, natürlich Holz. Klar. Für Werkzeuge bauen und, genau. Und dergleichen. Apropos, by the way, wait a second. Wir können noch mal gucken, ich nehme mal kurz meine Axt mit. Wie es unseren Gummibäumen geht. Da haben wir diese vier wunderschönen Dinger gebaut und so wie es aussieht, ist noch kein einziger davon gewachsen. Wachsen die etwa doch nicht auf normalen Sand? Brauchen die echt doch normalen Sand? Also, man, brauchen die halt normale Erde? Aber hier ist noch nichts gewachsen. Aber wir haben doch die Gummibäume auf Sand gefunden. Also auf richtig normalen Zuckersand. Und nicht auf Erde, oder verwechsel ich da gerade was? Bin ich gerade ein bisschen überfragt? Gut, ich meine, testen kostet ja nichts. Wir klauen hiervon, ja danke, wir klauen hiervon einfach mal vier Stück. Du gehst auch runter. So, und dann machen wir einfach mal darunter immer ein bisschen Erde.
Weil ich hätte halt schwören können, dass wir die bei dann abgenommen haben. Aber es gibt ja auch andere Sachen, ne? Zum Beispiel, hier, ne, hier dieses grüne Zeug hier, dieses Papyrus ist ja auch so ein Beispiel, das wächst oder das wird durch den Map-Gen auch auf Sand generiert, also hier auf diesem Kiessand, aber man selber kann es hier zwar pflanzen, aber es wächst da nicht. Kann also sein, dass das bei diesen Bäumen genauso ist, dass der Map-Gen das zwar auf dem Zuckersand hier generiert, es aber von selbst auf dem Zuckersand nicht wächst, sondern man dann halt wirklich, wenn man das selber züchten möchte, man dann wirklich normale Erde braucht. Also Dirt. Dirty Dancing. So, okay. Wir haben Cobblestone weggebracht, wir haben roten Stein mitgenommen, das heißt, wir können jetzt endlich mal aufs Dach gehen. Das, was wir schon vor 30 Folgen machen wollten. DHCGFGD. Join the game. Oder auch genannt Disgidisiert. Ach, was für ein Arm. Dieser Armleuchter. So. Folgendes. Können wir das nicht einfach mit World Edit machen? Es wird halt ein scheiß Haufen Arbeit werden, hier das Dach zu machen. Ich weiß auch nicht genau, wie wir das machen wollen. Jo. Na gut, ich würde mal sagen, wir legen einfach erstmal los. Und zwar anfangenderweise mit der Säge, die wir irgendwo hinstellen. So, dann brauchen wir eine Menge hiervon, noch eine Menge hiervon, eine Menge. Ach komm, fuck, wir brauchen sowieso eine ganze Menge. So. Dann brauchen wir versucht das zum Beispiel ein bisschen sinnvoll hier anzuordnen. Ist auch egal. So, wir brauchen eine Menge hiervon. Noch eine Menge hiervon. Eine Menge hiervon. Noch eine Menge hiervon. Und dann brauchen wir vor allen Dingen eine Menge hiervon und noch eine Menge. Nein, eine Menge hiervon. So, jetzt können wir die drei hier kombinieren. Bop. So, dann brauchen wir. Ne, eigentlich nicht. Das war's bereits. Ah, doch, das war's bereits. Sehr schön. Gut, die restlichen Blöcke lassen wir erstmal so. Man weiß ja nie. Und ja, dann legen wir einfach mal los. So, okay, okay. Replacement Tool. Kommen wir hier von unten ran? Ja, doch, wir kommen von unten ran. Okay, geil. Dann machen wir das auch mal so. Das macht die Arbeit natürlich gleich viel einfacher. Und deswegen, ohne Replacement-Tool wäre das hier halt wirklich kompletter Krampf. So, wir können eigentlich auch gleich das Dach da hinten nochmal ein bisschen erweitern. Das Dach soll ein bisschen überstehen. Aber das kommt dann, wenn es weit ist. Über dieses Balkon springen, Alter. Bin voll Jenny Kamikaze-Dieben. Wobei, das Gespräch darüber hatten wir ja letztens bereits, ne? Über Jenny Kamikaze-Dieben. Hatte mich ja letztens so ausführlich dran unterhalten. Mit dem Erfolg, dass das Lied natürlich gleich wieder von YouTube gestrikt wurde. Danke dafür. Hätte nicht gedacht, dass das Ding tatsächlich auf dem Index, also Quatsch, nicht auf dem Index, aber halt
bei denen auf der Liste steht. Weil ja Gianni Kamikaze Demon halt schon uralt ist. Aber naja, auch alte Lieder können durchaus noch beobachtet werden. So, jetzt die Leute hier. Mit dem Kopf gegen gestoßen. Ich glaub's ja. So. Ach ja. Ach komm, ernsthaft jetzt hier? Weil das Blöde ist, wir kriegen da wieder immer diese Cobblestone-Variante davon zurück. So. Einfach durchziehen geht einfacher. Da muss ich mir keinen Kopf machen. Sagte er und stieß sich den Kopf. So. Okay. Ja, komm, danke. Hab ich die Tür hinten zugemacht? Ist auch egal. So, da gehen wir mal unsere wunderschöne Leiter wieder hoch. Ein Träumchen. So, und jetzt haben wir nämlich hier eine Ebene, auf der wir einfach laufen können. Was die Sache unerheblich einfach macht. Was? Nein, erheblich einfach macht. Ein erheblich einfacher macht. Was? Okay, jetzt reicht mir langsam. Warum was ist hier los? Vielleicht zwei Stück? Ah. Zu meiner Zeit wird das nicht passieren. Und es passiert schon wieder. Willst du dich eigentlich hier verarschen? Ich glaube, der macht es mit Absicht. Ich hasse dich. So sehr. Also doch wieder manuell klicken. Jetzt haben wir wenigstens nur einen Fehler. Deine Geburt war ein Fehler. Was? So, jetzt hier mit dem Überhang müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Frage ist, was machen wir, einen Überhang oder zwei Überhänge? Also, wow. Also, ja, wir machen natürlich nur einen Überhang. Aber ob wir den halt zwei Blöcke groß, lang, was auch immer machen. Oder nur einen Block lang. Ich glaube mal, zwei Blöcke sieht schon fast wieder zu viel aus. Nee, wir bleiben mal klassisch bei der Einblock-Variante. Ja, das war jetzt voll intelligent. Erst die untere Seite zu machen, wäre doch schon viel sinnvoller. Wahrscheinlich auch der Grund, weshalb ich das nicht so gemacht habe. Weil sinnvolle Sachen liegen mir in der Regel nicht. So, tada! Oh, Glasdach. So. Dann das Ganze nochmal hier auf der Seite. Yeah. Nur nicht runterfallen. Boah, Alter. Jetzt hab ich doch gerade schon einen kleinen Schock bekommen hier, ne? Also. Geronimo, doink, 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 doink. So, so, ja, perfekt. So, so. Sehr schön. Sehr gut, finde ich geil. Okay. Dann können wir jetzt einfach rübergehen. So. Und hier einmal. Hallo? Leck mich. Ach, mein CPU ist schon wieder auf meinem Server hier aktiviert. Oh, Alter. Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt aber gefeiert. Das ist mir zu viel.
Dann halt auch die ganz klassische Art und Weise mit Maul L setzen. Ist ja hier. Ist ja schon fast Boykott. Ist ja hier. Boykotts. Ah, so witzig. So. Sehr schön. Gut. Ich würde sagen, Rest in der nächsten Folge. Wir machen erstmal hier Feierabend. Und dann sehen wir uns ja auch nächste Folge wieder. Bis dann.